Herzlich willkommen oder willkommen zurück zu The Binding of Isaac Repentance. Weiter geht's mit unserem Save-File, File Nummer 3. Und heute machen wir was anderes. Ja, wir haben beim letzten Mal einiges unlocked, darunter zum Beispiel Judas. Und ich glaube auch Samson hatten wir schon. Aber auf jeden Fall Lazarus. Eben bin ich mir nicht mehr sicher. Lilith, zum Beispiel ein Charakter, den ich gerne haben möchte, werden wir jetzt gleich auch mal angehen. Und wo ist er denn? Da, Azazel. Einer meiner, wenn nicht der, Lieblingscharaktere. Und weil ich gesagt habe, wir mixen ein paar Dinge mal ab, versuchen wir mal den Greed-Mode. Genau, dann sehe ich nämlich auch mal, wie lange der ungefähr dauert. Der Greed-Mode ist so ein bisschen wie, ich sag mal, der spirituelle Vorfahre von Vampire Survivors. Nämlich, naja, ihr werdet sehen. Schauen wir erstmal, was es hier so gibt. Azazel hat nur 3 schwarze Herzen, mit denen er startet. Das heißt, wir können uns jetzt mit roten Herzen nicht heilen. Mr. Dolly gibt Tiers ab und Range ab. Und 3 zufällige Herzen, die in der Regel aber, ja, ihr seht's, ich kann das rote nicht einsammeln. Tiers ab, wie gesagt, bei Brimstone-ähnlichen Schüssen bezieht sich dieser Stat auf die Charge-Time. Wie ihr auch schon erkannt habt, schießen wir keine normalen Tränen, sondern eine geringere Version des Brimstone-Lasers. Binky. Zeiss Down, Tears Up und Soul Heart. Und einen Schlüssel, den wir auch sicherlich brauchen. Ja, gut. Außerdem kann Azazel fliegen. Also der Charakter ist an sich eigentlich schon ziemlich übertrieben stark. Gucken wir mal, was wir hier finden. Das ist nicht gut. Und das ist noch weniger gut. Aber wir haben die Fool-Karte, womit wir wieder zum Eingang kommen. Und jetzt werdet ihr sagen, wie kannst du denn da etwas kaufen? Mit Geld. Und dazu starten wir quasi diese Wave mal. Ihr seht in der Mitte einen Timer. Immer wenn der abläuft, spawnen neue Gegner. Ich glaube, es gibt 8 normale Waves oder 9 normale Waves mit Gegnern. Dann 2 Bosse. Sehen wir gleich. Und dann noch einen optionalen. Und wir müssen diesen Modus mit Azazel schaffen, um einen weiteren Charakter freizuschalten. Nämlich Lilith. Die sich hier auch sehr heimisch fühlt. Und wieso, werdet ihr sehen, sobald wir sie haben oder spielen. Gerade für den Anfang, also für die anfänglichen Floors oder Ebenen, ist Azazel halt super strong. Ne? Wie gesagt, Fliegen, Brimstone Laser, recht hoher Damage. Da kann eigentlich recht wenig nur daneben gehen. Soll nicht heißen, dass es gar nicht geht. Wir sollten übrigens die ganze Zeit in diesem Raum bleiben, denn das erhöht den Ertrag an Münzen. Wenn wir einmal rausgegangen sind, dann gibt es weniger. Auch wenn wir die gleichen Waves hinterher haben. Also es ist quasi die Belohnung dafür, dass wir alles an einem Stück gemacht haben. Ja, 2 Boss-Ebenen, wie gesagt. Wir können das auch jederzeit stoppen, müssten wir aber mit Leben bezahlen. Dann können wir sagen, nee, wird mir jetzt gerade zu viel. Einmal kurze Pause, dann zahlen wir halt mit einem Herzen. Oder mit einem halben Herz, je nachdem. Und dann passiert nichts. Dann kommen keine neuen Gegner. So, theoretisch könnten wir jetzt rausgehen und in die nächste Ebene. Ich glaube, es gibt 5 Ebenen oder so, ich kann mich hier täuschen. Aber es geht weiter. Wir könnten noch einmal hier drauf drücken. Und was macht das? Erstmal ist es eine weitere Boss-Wave. Aber die den Vorteil hat. Ja, ihr werdet sehen. Erstmal gilt es jetzt, diese Leute da zu besiegen. Diese Monstrus. So stark Azazel auch ist, es ist immer noch kein Garant dafür, dass ich diesen Run jetzt schaffe. Der Run an sich ist jetzt nicht so unglaublich schwer bis zu einem gewissen Punkt. Aber ja, da macht ihm seine Stärke halt auch nicht mehr so viel gut. Also, ein Devil Deal, den ich aber jetzt nicht haben möchte, denn wir gehen wieder auf Angel Deals. Das heißt, wir ignorieren den. Gut, jetzt haben wir auch Geld. Holen wir uns Binky, holen wir uns Tears ab, damit wir schneller schießen. Jetzt fragt man sich natürlich, warum solltest du das nicht holen? Du hast doch Geld. Ja, stimmt. Oh, aber eine Bombe können wir uns holen, weil da ein Tinted Rock war. Aber, just let me cook.
Bob's Curse. 5 Bomben. Ja, warum nicht? Auch hier gibt es Secret Rooms, aber hier kenne ich die Regeln nicht. Ich glaube, der kann einfach überall zufällig sein. Das, wie gesagt, ich bin mir da nicht sicher. Guck mal hier, wir haben die Bomben eh. Ich werde die eh kaum im Kampf verwenden. Schlüssel sollten wir noch nicht holen. Bei Binky überlege ich halt echt. Tears up, size down und ein Soul Heart. An sich ist das ein echt gutes Item. Kann man nicht anders sagen. Aber eventuell kann ich das Geld sinnvoll investieren. Okay, wir haben ihn gefunden. Cool. Batterien für ein Spacebar-Items, welches wir nicht haben. Sehr schön. Gut, dann eben nicht. Dann nicht. Oh, Batterien für ein Spacebar-Item, was wir nicht haben. Bombe, Schlüssel, Geld. Gut, dann gehen wir halt in die nächste Ebene. Caves. Genau, also hier gibt es nicht Caves 1 und 2, hier gibt es halt quasi nur Caves. Mit Azazel in diese Räume zu gehen ist, naja, kann man so oder so sehen, meistens ist es aber keine kluge Wahl. 4,5 Volt, Koffeinpille, Speed Up, sei es dann a random Pill, an sich jetzt nichts Gutes. Wheel of Fortune zum Zocken, nein. Aber einen Schlüssel hätte ich gerne, denn auch hier gibt es wieder zwei Items, die wir einsammeln können. Little Gertie, nicht gut. Kann man auch durch den Raum jeten. Ihr seht es da an der Aufladung. Boop. Also, ich weiß nicht. Aktiv nutzt man den nicht. Wenn er halt irgendwo mal hinspringt, dann ist es gut, wenn er was erwischt. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Stapler, ein Damage. All of Isaac Tears are shot from the right eye. Ich bin mir hier gar nicht sicher, ob Azazel überhaupt aus dem Auge schießt, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht. Also, er schießt aus dem Auge, aber nicht, ob das recht ist. Das weiß ich nicht. Okay. Dafür zum Beispiel ist Fliegen natürlich wieder super geeignet. Es gibt nämlich einfach Stellen, wie hier. Da kommen die Gegner nicht dran. Die können mich hier buchstäblich nicht erwischen. Außer natürlich, es sind Fliegen, die auch fliegen können. Er zum Beispiel könnte nichts machen. Das ist übrigens... Moment. Ich muss kurz hier ein bisschen aufpassen. Ganz kurz. Ich erzähle sofort, was ich sagen wollte. Oh, wer ist denn da gekommen? So. Ja, es gibt etwas, wofür ich das Geld sonst noch brauche. Das leider sehr tedious sein wird. Aber muss gemacht werden für einen gewissen Unlock, den ich brauche. Den ich auch haben will. Wovon ich da rede, seht ihr früh genug. Durch die Eigenschaft, dass wir fliegen können, ist uns der Boden übrigens auch jetzt völlig egal, ne? Wie ihr seht. The Cella. The Cella. Also wir kriegen kein Damage durch Creep auf dem Boden. Durch den... Also durch Boden-Hazards. Auch hier wäre es eigentlich klug, sich erstmal auf einen Boss zu konzentrieren. Und am liebsten hätte ich auch den da oben gehabt. Aber geht ja nicht immer so einfach. Man muss ein bisschen mit der Range jetzt vorlieb nehmen und sich daran gewöhnen. Okay, der ist weg. Dann sollte das jetzt eigentlich... Ja, natürlich. Ja, das meine ich übrigens mit Random Directions, wo die Flammen hinfliegen. So, und hier haben wir Act of Contrition. Tears Up. Ein Eternal Heart. Allows Angel Rooms to spawn even after taking a Devil Deal. Taking Red Heart Damage doesn't reduce Devil and Angel Room Chance as much. An sich ein gutes Item. An sich ein wirklich gutes Item. Das ist übrigens, was ich in einem der vorherigen Parts meinte, als ich sagte, es gibt Möglichkeiten, dass man immer noch einen Devil Deal, einen Angel Deal bekommt, obwohl man schon einen Devil Deal hatte. Puberty. Sie werden so schnell erwachsen. Ja. Act of Contrition ist so eins dieser Items. That's. So, dadurch, dass wir ein halbes Soul Heart hatten, ich weiß gar nicht, warum es so schnell weg war, haben wir aber jetzt einen permanenten Herzcontainer. Little Dumpy. Das ist der richtige Little Dumpy. Ich meinte nämlich nicht... Ich habe Bumbo, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, Little Dumpy ist ein ziemlich cooles Feature. Ein ziemlich cooles Item. Nämlich, er reduziert quasi einmal Damage, wenn ich Damage kriegen würde. Werdet ihr gleich aber sehen. Mom's Lipstick ist Range Up. Auch das hat einen Effekt drauf, wenn ihr jetzt mal seht. Ich komme so ungefähr bis zu diesem Holz.
und kommen jetzt ein bisschen weiter als das Holz. Ja. Natürlich immer noch nicht die volle Länge. Oh, Synthoil. Damage up und Range up. Das ist sogar ziemlich gut. Ich glaube, das hole ich. Die Spider-Mod ist eigentlich auch gar nicht schlecht. Ist eigentlich eher was für Zuschauer. Dann sehen wir halt, wie viel Damage wir machen und wie viel Energie die Gegner noch haben. Was haben wir denn da oben? Achso, Panic-Button. Ja, wenn ich ein Ice-Item hätte, glaube ich. Taking Damage uses the active item if it is charged. Also eigentlich komplett useless. Finde ich eigentlich ein bisschen dumm, aber naja. Shot Speed up und Tears up fürs Torn Photo. Brauchen wir jetzt nicht. Guppy Set. Jetzt haben wir ein Spacebar-Item. Guppy Set spawnt Fliegen um uns rum. Hat einen Recharge-Time von einem Raum. Und hier ist es so, dass jede Wave als ein Raum zählt. Seht ihr quasi oben, wie es sich die ganze Zeit nicht resettet, aber wie es halt wieder voll ist dann. Ah, wir haben schon eine recht große Range. Auch, aber trotzdem, selbst das alles jetzt macht mich noch nicht sicher, dass ich diesen Run schaffe. Ich muss sagen, es gibt halt hier zwei Dinge, die erschwerend hinzukommen. Den Run schaffen ist jetzt nicht unbedingt das Schwierigste an der Herausforderung. Den Run zu schaffen, während man noch einiges an Geld hat hingegen, ist was anderes. Und das versuche ich. Übrigens, ihr könnt einen Counter starten, wie häufig ich von diesen Engelstatuen oder Engeln erwischt werde, weil ich kann mir nie merken, in was für eine Richtung die jetzt schießen. Ob die jetzt diagonal oder vertikal schießen. Ich kann es mir nicht merken. Links sehen wir übrigens jetzt gerade, dass wir 50%, also 50% Chance auf einen Angel Deal und 50% auf einen Devil Deal haben. Mir ist jetzt beides recht. Der Unterschied jetzt hier ist, also im Greed Mode ist allerdings, dass wir den immer kriegen zu 100%, wenn wir uns dazu entscheiden, diese extra Ebene zu machen. Noch ein Guppy-Item, ha? Ha! Na, da muss ich doch. Die bringt mir jetzt eigentlich gar nichts. Aber wir haben sie eingesammelt. Und warum das wichtig ist oder wichtig sein kann, seht ihr bald. Vielleicht. Da war übrigens der Dumpy-Effekt. Ich hätte jetzt normalerweise Damage bekommen, aber er hat ihn abgefangen. Tears up. Speeddown. Ja, Speeddown ist nicht gut. Aber, naja. Wir kriegen übrigens nicht in jeder Ebene Items. Und es geht auch nicht unendlich tief. Tiny Planet. Spectral Tears. Nein. Nein, nein, nein. Das ist nicht ohne Grund ein Tier 0 Item. Das will ich nicht. Mom's Heels. Range up. Gut. Ja, ganz gut. 56 Münzen ist auch schon eine gute Zahl. Der Wooden Spoon wäre halt echt nice. Gamble mal ein bisschen da oben. Ja, hat sich ausgezahlt. Waren wir jetzt da unten drin oder nicht? Ich bin mir nicht mehr sicher. Waren wir hier drinne? Nein, aber... ja, da könnte ein Item drinne sein. Ne, war es aber nicht. Ha, na gut. Aber ich habe ja noch ein bisschen Kohle. Das wollte ich übrigens nicht. Lucky Rock, nein, davon auch nichts. Alles nicht wirklich toll. Wisst ihr was, ich hole mir noch ein Soul Heart und noch eins und dann passt das erstmal. Die Dinger hier haben wir ja eingesammelt. Diesen Augen auszuweichen, das ist mit einem geringen Shotspeed übrigens super schwierig. Also ja, ich habe mich trotzdem dumm angestellt, aber geringer Shotspeed, Movement Speed, sorry, macht die Sache nicht leichter. Hier ist irgendwo ein Gegner. Ja, also das meine ich mit der spirituelle Vorfahre von, wow, Vampire Survivors. Quasi eine Arena, wenn man nicht den ganzen anderen Kram dazu haben möchte, sondern sagt, ich möchte einfach nur ein paar Builds ausprobieren. Ich will Spaß haben an Items, ich will mich schnell overpowern oder vielleicht sogar zu sagen, ich habe keine Zeit, jetzt eine halbe Stunde einen Run zu machen oder 40 Minuten oder wie lange auch immer. Oh, das war... Da hat uns wieder Little Dumpy gerettet. Ja, dafür gibt es dann quasi den Greed Mode. Finde ich ganz cool, dass sie das eingebaut haben. Dumpy können wir übrigens auch neu einsammeln.
Nach einem ganz kurzen Cooldown. Und dann ist er auch wieder ready. Dann, also, genau. Sehen wir, sobald er uns verfolgt. Genau, dann ist er wieder aktiv. Das war so dumm. Unnötigerweise Damage genommen und auch noch mein Payout reduziert. Weil ich über diese Mitte gelaufen bin. Aber daran seht ihr halt, als ich sagte, ich habe lange nicht mehr gespielt. Weil das ist mir bestimmt seit einem Jahr sonst nicht mehr passiert. Weil es hat gar keinen Effekt. Ich muss ihn eh wieder anmachen. Ich wollte ihn nie aushaben. Naja. Hab's so wild. Wie gesagt, es geht jetzt darum, dass wir das Ganze schaffen. Wir werden den auch irgendwann schaffen. Das kann ich euch garantieren. Es gibt Mittel und Wege, sich hier unglaublich stark zu machen. Ich versuche natürlich trotzdem, das Ganze nicht so zu abusen, dass ich hier nur ein Bild habe, der einfach also mit dem man einfach buchstäblich nicht verlieren kann. Hier ist irgendwo noch so einer, oder? Eigentlich, ich dachte, er könnte sich bewegen. Auch hier fliegen, super hilfreich für uns. Macht normalerweise Creep. Macht normalerweise Shit auf dem Boden, wo wir nicht stehen können, würden wir eigentlich die ganze Zeit Damage kriegen. Aber naja. Es muss ja auch ein paar gute Charaktere geben, ne? Was ist denn euer Lieblingscharakter? Beziehungsweise nein, ich frage die Frage wann anders. Ihr habt ihr noch nicht allzu viele gesehen. Und ich möchte nicht, dass ihr Charaktere nennt. Alter, ey! Wie oft wurde ich denn jetzt erwischt? So, wünscht uns Glück, dass da ein Guppi ist. Da ist kein Guppi. Schade. Na gut. Herz nehme ich aber auch. Pentagramm wäre übrigens ziemlich gut. Ein Damage-Up. Aber nicht jetzt. Blood Oath. Entering a new floor drains all of Isaac's red hearts, but grants speed damage and bonus for each heart loss. Gibt's eine Challenge zu? Eine der, wie ich finde, schwierigsten Challenges überhaupt. Deswegen werde ich das sicherlich nicht mitholen. Und ich glaube, mich entsinnen zu können, dass das auch die letzte Ebene war, wo es Items gibt. Aber da müssen wir gleich nochmal schauen. Unidentified Pill. Are you a wizard? Wenn du mich so fragst, nein. So, wir sind bei 17 Minuten. Was ist denn so die ideale Länge? Ach, guck mal, es gibt doch noch eine Ebene. Sheol. Da waren wir tatsächlich einmal. Was ist denn für euch die ideale Länge von dem Video? Ach, Pieper. Ja. Brauche ich nicht groß erklären, ihr seht es hier. Nicht sonderlich hilfreich. Aber der Belt ist gut. Speed up. Auch kein Item, wo ich sagen würde, yeah, geil. Oh, Halo. Den haben wir, glaube ich, im letzten Part freigeschaltet. Health up, Speed up, Tears up, Damage up, Range up. Also alles in allem einfach ein ziemlich gutes Item. Das holen wir uns auch mit. Speed down und unidentified. Wheel of Fortune und Wheel of Fortune. Cool. Echt Glück gehabt hier. Ja, gut. Fuck. Die Umgebung macht den Gegner natürlich auch Damage, wie ihr hier seht, ne? Also, oh, ach, lol. Dry Baby. Ziemlich gutes Baby dafür, dass man es einfach so findet. Hat die Chance, dass wenn es von einem Projektil erwischt wird, Damage auf den gesamten Raum macht. Ist jetzt einfach zufällig gekommen. Wo ist mein Little Dumpy? Hey, wo ist mein Dumpy? Ach, da. Das passiert übrigens, wenn man dann halt zu langsam ist, ne? Dann kommen halt immer mehr Gegner. Und dafür kann man es dann halt auch stoppen. Üblicherweise ist es aber so, dass wenn... Ja. Wir in den späteren Floors sind, man auch super schnell ist, was das Clearing angeht. Okay. Okay. Eine der vermutlich leichtesten Bosse. Heißt nicht, dass ich davon nicht erwischt werde, natürlich. Aber relativ easy zu besiegen, vor allem mit sowas wie Brimstone. Eine der Bosse, die ich gar nicht mag, weil ich vergessen habe, wie das Pattern ist. Ich weiß, dass er... Lol. Da... Ich weiß nicht, warum diese Effekte nicht mehr richtig abspielen, um ehrlich zu sein. Das sollte eigentlich nicht sein. Das ist wahrscheinlich irgendeine Mod, die das brechen lässt. Aber
Das war das Dry Baby, was halt Damage in den gesamten Raum macht. Ach, wisst ihr, was das ist? Ich weiß, was das ist. Okay, ich weiß wieder, was das ist. Das ist die Mod, die ich installiert habe, die eigentlich nur das Dings upspeeden sollte. Dieses Spielen am Automaten. Ich glaube, das macht diese Animation jetzt langsamer. Ja, ja, ja. Das ergibt Sinn. Gut, hol dich dann wieder raus. Oh, ein Angel Deal. Seraphim. Thorn Friend. Picked up 5 Familiars in a single playthrough. Ja, perfekt. Besser kann es kaum sein. Besser kann es kaum sein. Two of Mom Hands. Ja, können wir auch mitnehmen. Und nochmal Wheel of Forge. Was ist denn damit? Ich hätte gerne noch ein drittes Guppy-Item gehabt. Aber habe ich nicht. So, vielleicht finden wir hier noch eins. Wir sind im Shop. Wie gesagt, ein Guppy-Item wäre fantastisch. Denn auch Guppy hat eine Verwandlung. Ja, gut. Leider nichts bekommen. Eternal Heart, ja, kann man holen. 10% Chance to shoot slowing tears. Ja, ist okay. Muss man jetzt nicht haben. Ich roll ein, zwei Mal. Gucken, ob irgendwas Vernünftiges kommt. PhD ist übrigens, dass wir nur gute Pillen haben. Nee, ich glaube, das lohnt sich nicht mehr. Nee, das lohnt sich nicht mehr. Machen wir so. Ja. Emergency. Gerade hier unten kann es übrigens passieren. Also manchmal hat man Glück mit dem, was spawnt. Dann geht es super schnell. Und manchmal hat man Pech. Ja, wir haben schon echt eine ordentliche Range, muss man sagen. Das macht uns viele schon recht einfach. Ihr habt jetzt gesehen, diese Wave zum Beispiel war jetzt recht easy. Da ist mein Little Dumpy. Eieiei, langsam ist aber voll hier, ha? Huh? Viele der Gegner kennt ihr ja noch gar nicht. Dann lernt ihr sie halt kennen. Diese Masken können wir nicht zerstören, außer wir zerstören die Herzen. Schon? Achso. Und ein weiterer Boss. Wow, ist das Greed, der gekommen ist? Das Ding hat uns schon mehr als einmal den Arsch gerettet. Deswegen, Little Lumpy könnte wegen mir auch ein Tier 4 Item sein. Und schon wieder hat es uns den Arsch gerettet. Vor Laser schützt es übrigens nicht. Ja, dieses Dry Baby. Ah, schade. Wieder kein Guppy. Schade. Naja. Conjoined, hä? Für einen Herzcontainer. Huh. Ich nehm's mal mit. Eigentlich gar nicht so toll, aber wir haben jetzt die Conjoined-Verwandlung. Und ihr seht schon, was wir dadurch machen. Wir schießen in drei Richtungen. Das ist halt so ein Effekt, der passieren kann, wenn man eine Verwandlung kriegt. Wir haben generell, glaube ich, auf einen Punkt fixiert weniger Damage auf unseren Strahl, der gerade ausgeht. Haben aber mehr Damage, wenn man alles addieren würde. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Haben noch ein paar Bomben. Nehmen wir mit. Ultra Greed. Einer der Bosse, den man nur im Greed-Mode, daher der Name, encountern kann. Wow, ich musste mir gerade die Nase kitzeln. Und Greed hat eine sogenannte Boss-Armor. Das heißt, egal wie stark wir sind, wir kriegen einen gewissen Teil davon abgezogen. Wir machen dem also nicht so viel Damage, wie wir haben. Die Endgame-Bosse haben das nahezu alle. Wenn man unglaublich stark ist, also wenn man wirklich einen Damage-Wert von, weiß ich nicht, 70, 80, 90 hat, dann merkt man das nicht. Dann ist das ganz schnell ein One-Hit. Aber haben wir nicht. Blow up 20 Shopkeepers. Dadurch haben wir den Lucky Toe bekommen. Also wieder ein Unlock. Also ihr seht, Isaacs spart nicht mit Unlocks.
Ich krieg für jeden Scheiß was. Diese Münzen hier, die können in drei verschiedenen Formen sein. Jetzt gerade waren es Herzen. Und alle die, die wir nicht kaputt machen, fliegen auf ihn zurück und heilen ihn. Die mit dem Schlüssel drauf, seht einfach selbst. Ja, bringen weitere Gegner aus den Türen. Autsch. Das kann teilweise sogar von Vorteil sein, sowas zu haben. In meinem Fall jetzt nicht, aber es gibt Dinge wie zum Beispiel... Dumm. Ey, sag mal, wo ist eigentlich mein Little Dumpy hin? Da. Weißt du, ich habe schon quasi so ein Ding, was mich unverwundbar macht und ich sammle es einfach nicht mehr ein. Ja, Greed. Den Mode müssen wir halt recht häufig machen und ihr seht auch gleich schon warum. Denn ich gehe mal davon aus, dass ich das schaffen werde. Es würde mich sehr wundern, wenn ich es nicht schaffe. Diese Münzen, die da kommen, können wir natürlich zerstören, wenn wir schnell genug sind. So sieht das Ganze dann aus, wenn wir es nicht schaffen, die relativ zeitnah zu zerstören. Denn dann kommt aus jeder Tür, wo ein Schlüssel hinfliegt, neue Gegner. So. Wir haben Lilith unlocked. Einen neuen Charakter. Und hier seht ihr, haben wir wieder eine Donation Machine. Und leider, Lucky Pennies, donate one coin. Leider Gottes ist diese Donation Machine anders, beziehungsweise separat gesehen von der, die wir Special Hanging Shopkeepers, die wir sonst im Run treffen. Und die muss separat gefüllt werden. Und auch die hat die Chance zu brechen. Wooden Nickel. Kane now holds Paperclip. Okay, von 88 Münzen, sie ist nicht einmal kaputt gegangen. Ich glaube, nach 5 Münzen ist es irgendwie 10%, dass er kaputt geht. Irgendwie so, oder 25, ich weiß es nicht mehr. Aber das ist ein Greed Run. Ja, das Ending kanntet ihr auch noch nicht. Jedenfalls nicht von mir. Super Special Rocks. Konnte ich so schnell nicht lesen, aber haben wir unlocked. Genau, und da stand ja gerade Kane now holds the paperclip. Richtig. Denn ihr seht jetzt, neben dem Lucky Foot hat Kane jetzt auch die Paperclip als Starting Item. Das heißt, jeder Run mit Kane wird effektiv jetzt ein bisschen leichter. Die Paperclip übrigens, um das zu erklären, öffnet goldene Truhen auch ohne Schlüssel. Also es kann halt nicht passieren, dass wir die Truhen nicht aufmachen können, sofern wir sie erreichen können. Richtig, richtig, richtig. So, jetzt haben wir 3 normale Runs gemacht und einen Greed Run. Ich würde sagen, beim nächsten Mal gibt es eine Challenge. Ich überlege mal, welche ich machen will. Ich denke, ich weiß aber welche. Einfach, um es euch mal zu zeigen. Ja, es gibt eine Menge, wie ihr seht, ne? Und dann bringen wir einfach, wie auch schon häufiger angesprochen, ein bisschen Abwechslung rein. Ihr könnt mich auch gerne wissen, was euch am meisten Spaß macht zu sehen. Ne? Also ihr habt jetzt noch keine Challenge bei mir gesehen, aber ich werde ja eine machen. Morgen. Und ja, jedes unterschiedlich. Einige sehr viel schwieriger als andere. Andere sind quasi ein Cakewalk. Anyway. So viel von mir. Bis zum nächsten Mal und bye bye.